Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei Tekken 5 beim Devil Wither Mode. Ja, ihr seht schon, wir befinden uns diesmal in einem komplett anderen Stage. Das sind eigentlich auch wieder diese Ruinen. Doch wir sind jetzt ganz unten, tief unter der Wüste-Ruine, könnte man sagen. Und das ist jetzt Stufe 4. Wir haben ja natürlich in der letzten Folge Ogre gekämpft. Aber der ist natürlich abgehauen und ich kann euch schon mal versichern, Ogre haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Und genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Ach du meine Fresse, das wird ja schon richtig schwer hier sein. Mann, Jin... Ah, Gott sei Dank. Aber die gleichen Gegner sind immer noch hier. Oh yes, Leben. Wunderbar. Aber ich finde dieses Stage wirklich sehr interessant. Vor allem für mich sehen das eigentlich nicht nach Ruin aus, sondern so nach Alien-Technologie. Aber das passt irgendwie zu Ogre gar nicht. Naja, wir müssen ja auch schließlich erstmal hier weiter. Ach du meine Fresse. Jetzt werden die aber hier wirklich frech. Okay, ich glaube, jetzt wird die schon ein bisschen sehr schwierig sein. Weil ihr habt es ja gerade gesehen, die Gegner sind schon ein bisschen richtig gemein geworden. Ja, ja, genau. Schmeiß mich einfach runter. Oh Gott, ich sag jetzt schon, dieses Level oder diese Stage mag ich jetzt schon nicht. Obwohl, vom Aussehen her sieht das ziemlich cool aus, aber das, was sie hier mit mir machen, geht ganz und gar nicht. Ey, Alter! What the fuck? Oh Gott, das wird ja noch richtig schwer sein. Und das vom Beginn der Folge. Ich glaube, es hakt. Natürlich fange ich jetzt wieder komplett von vorne an. Na super. Ja gut, wir sind auch nicht ganz weit gekommen. Ey, nein, nein! Oh Gott, ey. Oh, warum denn? Mann, Jin. Der ist zu wackelig. Ja, natürlich. Jetzt kommen wieder die Gegner. Eigentlich könnte ich ja weiterlaufen, aber nee. Die laufen ja nur hinterher. Mann, ich hasse euch. Warum seid ihr jetzt so auf einmal ultra stark? Und kein Leben, wunderbar. Wieso sagt mein Gefühl, ich werde gleich auch wieder verlieren? Aber nur vielleicht. Ja, weil die immer so springen und treten. Ja, genau. Ich habe auch keine andere Wahl, mich schnell hier abzuwehren oder zu blocken. Ich will ja auch nicht ständig gemein sein, aber das ist nun mal leider so. Ich meine, bei Ogre ist ja auch gesehen, der war auch richtig gemein. Okay.
Okay, das waren, glaube ich, alle. Oh, 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 Jin, vorsichtig. Der ist beinahe wieder runtergefallen. Oh, yes, Leben. Ach du meine Fresse. Das sind doch hier Aliens. Oh Gott, was sind das denn für Kreaturen? Ich glaube, die sind jetzt so richtig gefährlich, weil die machen jetzt diese gefährlichen Sprünge. Okay, zweites Level. Hey, das ist ja Jin Symbol. Wisst ihr, dieses Tattoo. Oh Gott, das sind jetzt wieder andere Kreaturen. Okay, interessant. Ist das Ogres vielleicht zu Hause? Oder warum sind wir eigentlich hier? Was ist das für ein Ort? Das würde mich eigentlich auch sehr furchtbar interessieren. Es wurde ja gesagt, das sind ja auch Ruinen. Nein! Oh, Jin, du kranker Irrer. Ey, genau das will ich eigentlich vermeiden. Ne? Oh Gott, ey. Nee, das mache ich nicht. Ich bin ja schon wieder gleich tot. Nein! Okay, was jetzt? Oh Gott. Das schaffe ich doch gar nicht. Es sei denn, ich schmeiße die hier alle runter. Dann klappt es. Oh Mann, ich brauche hier unbedingt Leben. Ich bin ja fast wieder gleich tot. Yes. Oh, das tut gut. Das hat gerade echt gut getan. Aber die Musik mag ich auch hier wirklich. Und hier drüben ist wieder Ende. Ende Gelände. Ich hab's gewusst. Oh ne, hier sind wieder diese verdammten Riesen. Aha, okay. Das spawnt hier immer. Okay. Hä? Achso, das ist hier auch wieder mit Zeit, ey. Boah, das ist ja richtig fies. Ja, das konnte ich ja gar nicht mal wissen. Ah, komm, Plattform, komm. Ah, verdammt. Ich muss das irgendwie ein bisschen besser hinkriegen. So, Plattform kommt. Aha, ausgetrickst. Na bitte, geht doch. Also, ohne Witz, diese Kreaturen erinnert mich wirklich an das Alien. Also, ihr wisst schon, von Ridley Scott. Mit dem Facehugger oder Alien vs. Predator. Also, so ein bisschen Ähnlichkeiten haben die. Jetzt vielleicht nicht ganz, aber deren Schädel ist es schon ziemlich beinahe gleich. Aber nur beinahe.
Ach so. Ja, ihr braucht mir echt gute Augen. Ich will nicht als Devilgen verwandeln, weil ich habe zu wenig Leben. Ey, ich will die hier treffen und nicht hier irgendwo in der Luft kämpfen. Ach man, ich will die hier packen. Och Leute, bitte, irgendwann muss hier Schluss sein. Wir könnten auch nicht hier sich Feinde hier anlocken. Nein, ich schaff das nicht. Ja, genau, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Oh Gott, Leute. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Einerseits, ich mag die Stage. Einerseits, ich hasse die Stage. Ich glaube, es liegt an dem Schwierigkeitsgrad. Je näher wir zum letzten Level gelangen, desto schwerer wird es. Das merke ich irgendwie. Weil das ist hier wirklich auch die letzte Stage. Das kann ich euch schon mal sagen. Besser gesagt, der letzte Ort hier. Ich meine, es kommen noch zwei Bossgegner. Einmal Ogre und dann noch einer, aber ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Es ist irgendwie gefühlt auch kein richtiger Bossgegner, aber trotzdem. Es ist ein Bossgegner. Aber das werdet ihr gleich sehen. Wenn wir es überhaupt schaffen. Das ist ja auch die große Frage. Also wie gesagt, das Spiel habe ich jetzt privat auch nicht komplett durchgespielt. Ich war zwar hier im letzten Stage, aber persönlich habe ich es nie geschafft durchzuspielen. Entweder habe ich die Interesse verloren oder es war schon ein bisschen zu schwer. Weil ihr habt ja auch gesehen in der letzten Folge, dass Ogre schon ein richtiger fieser Kerl war. Okay, wie kommt es, dass jetzt hier keine kommen? Ja, vorhin kamen doch hier so viele von den Gegnern. Und jetzt rein gar nicht. Na, vielleicht merkt das Spiel, okay, das ist doch für ihn zu schwer. Deswegen mache ich das ein bisschen leichter. Das kann vielleicht so sein. Vielleicht tickt das Spiel so. Okay. Ich will eigentlich hier hin. Obwohl, hier geht es, glaube ich, eher nicht so weiter. Vielleicht ist hier Secret. Nee, hier ist noch ein bisschen Secret. Also geht es hier lang. War doch klar, dass ihr hier kommt. Also diesmal kommt ihr hier wirklich in jede kleinste Ecke. Ja. Aber Alien ist doch eigentlich auch von James Cameron. Ja, ich meine, das ist sogar von James Cameron. Oh, nee, nee. Ey, das mache ich nicht. Sorry, Leute. Okay, das ist gesperrt. Ah, vielleicht ist hier dann der Bossgegner. Ist das die große Tür? Oder warum ist das gesperrt? Weil laut Karte ist hier rot. Das kann gut sein. Alter, was machen die hier für krasse Moves? Das sind ja so richtige... Ich will nicht sagen Monster, ey, komm schon, ihr seid doch Aliens. Ihr seid wahrscheinlich Ogres Lakaien. Weil die Roboter haben wir ja gar nicht mehr. Okay, Moment mal, hier können wir speichern. Das werde ich auch ausnutzen, aber wir machen noch ein bisschen weiter.
Wunderbar, es wurde gespeichert und weiter geht's. In die Höhle des Löwen. Oder in den Chaos, könnte man auch sagen. Ich bräuchte noch ein bisschen Leben. Gibt es keinen Leben für den alten guten Djinn? Weil ich hab ihr Leben. Echt jetzt? Keiner hat Leben? Ach komm schon. Okay, ah, hier ist so wieder so eine Plattform und ich sehe schon. Oder was ist das? Okay. Also irgendwas muss dort sein. Moment mal, ich kann hier auch nach oben. Das war ein bisschen zu hoch. Vielleicht gibt es eine andere Stelle. Habe ich einen übersehen? Also ich muss doch hier auf jeden Fall hochkommen. Okay, hier kann ich hoch. Oh, yes, Leben. Danke dir, Großer. So, fall runter. Oder so, ich schmeiß dich einfach runter. So geht's auch. Okay, und was jetzt? Ah, Moment mal, das ist ja eine Plattform. Ja, genau. Jetzt können wir durch. Nein, nehme ich mit. Oh Gott sei Dank. Nein, oh Gott. Ey, das ist jetzt komplett mit Zeit. Oh, wie gemein ist das denn? Ey, da muss ich ja richtig ultraschnell sein. Na bitte, geht doch. Oh, hier ist Leben. Oh Gott. So, wo jetzt? Welches ist jetzt hier der richtige Weg? Alter! Was war das denn gerade? Oh, oder nein, 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 Djinn. Nicht runterfallen. Oh, der Weg ist ja ein bisschen zu schmal. Oder die Brücke. Aber ich hab's, glaube ich, geschafft. Das ist aber schon wirklich ein reinstes Labyrinth. Ja, Moment, ich muss ja doch eigentlich hier hochkommen. Hä? Warum geht das nicht? Bin ich hier wieder falsch? Ja, also ich komme auf definitiv nicht hoch und ich kann das ja auch nicht kaputt machen. Okay. Was zum Teufel ist das denn hier? Ist das so wie beim letzten Mal? Weil ich konnte eigentlich auch eine Tür benutzen, aber ich konnte ja nicht weiter.
Habe ich hier irgendwas übersehen? Ah, Moment mal. Aha, hier war eine Fake-Wand. Bro, der macht hier so wie... Mann, ey. Also die Großen oder die Dicken hasse ich hier jetzt schon. Eigentlich schon von Anfang an. Aber trotzdem. Die sind schon ein bisschen unfair. Alter, die kommen jetzt auch wirklich an jede Ecke. Das gibt's doch gar nicht. Habe ich hier so ein bisschen noch Pause von euch? Ach man, Jin, du sollst auch besser treffen. Aber wenigstens Leben bekomme ich. Halt, Moment mal. Ah, shit. Ich glaube, ich bin hier falsch, oder? Nee, ich bin hier richtig. Ich dachte schon, okay, Moment mal. Das sieht so ein bisschen verdächtig aus. Okay, zwei Plattformen. Der kann ja eigentlich so. Ah, da haben wir das Problem. Irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Moment mal, Moment mal. Aha. Okay, wie machen wir das? Wenn ich ihn so mache... Aber ich kann ihn doch nur von hier beschieben. Halt, ich hab's, ich hab's. Rätsel gelöst. Wunderbar. Yes, Leben. Ich wollte schon sagen. Hä, wo muss ich denn hin? Lass mich raten, jetzt haben wir eigentlich die große Tür geöffnet. Nein, Alter! Oh Gott, das bilden die sich ein hier. Nee, ich schaff's nicht. Game over, Leute. Ja, was habe ich gesagt? Game over. Das ist so unfair. Aber von wo starte ich denn jetzt? Das ist jetzt auch meine wichtige große Frage. Nee, das ist jetzt nicht wirklich deren Ernst. Ich starte wirklich wieder von vorne. Von Anfang des Levels? Nee. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen... ich würde jetzt hier für Schluss machen für heute, so leid es mir auch tut. Ich werde dann privat für die nächste Folge schon mal dort anfangen, wo ich jetzt gerade gestorben bin.
Weil ganz ehrlich, ich möchte euch nicht das gleiche nochmal antun, indem wir nochmal den gleichen Wege, genau die gleichen Kämpfe nochmal hier erneut erleben müssten. Deswegen würde ich dann auch hier dort dann zwischenspeichern. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren. Denn das würde mich natürlich super duper mega freuen. Okay Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal hier bei Tekken 5 Devil Within. Tschüss.